Lissabon. Aber das letzte Spiel 1956 in Prag endete 4:2 für die CSR. Anpfiff durch Latischew, UdSSR. Die Ungarn haben Anstoß. In ihrem Innentrio fehlt immer noch Görös, der verletzt ist. Впрочем, и у чехов временами получается неплохо. Адольф Шерер получает мяч и открывает. Freistoß für die Ungarn. Und dieser Freistoß wäre fast ins Auge gegangen. Das heißt, ins Tor der Tschechoslowaken. Aber das Pech bleibt Ungarn treu. 10 Meter Anlauf von Tichy. Der Ball geht gegen die Querlatte. Die Ungarn meinen, er sei ein Tor gewesen. Foul von Sándor ist klar. Bestürzung bei Ungarn, Latischew gibt Freistoß, kein Tor. Es war kein Tor. Ha valaki, hát Mészöly Kálmán is tudja, mit jelent egy rossz bírói döntés. Az egykori klasszisnak keserű tapasztalatai vannak. 1962-ben játszottam ki a chilei világbajnokságon, amikor a Tihi Lajos egy teljesen szabályos gólt rúgott, amit a Latischew nevű szovjet játékvezető nem adott meg. Ha már akkor lett volna a videóbíró, akkor már ott tovább jutottunk volna, és más alakult volna a mérkőzés. Albert? Reuf ist da. Die Tschechoslowaken hatten immer gute Torwächter. Aber was für sie 1934 Planitschka gewesen ist, das ist in dieser Weltmeisterschaft für sie Schreuf. Ein Mann mit Taubtorwart, 2 rechter Verteidiger, 3 Mittelläufer. Wieder Schreuf. Das ist sein einziger Fehler, eine Spielerei außerhalb des Raums. Und daraus entsteht eine gefährliche Szene, die am Tor vorbeistreicht. Schiposch. Eine Möglichkeit. Aber was Schreuf nicht fängt, geht neben das Tor. Sándor. Schiepers. Selbst diese Bombe hält Schreuf. Schiepers. Aber Schreuf ist immer da und das imponiert.